So, zweiter und wohl letzter Part von Kirby's Dreamland. Ja, genau. Und ich überlege, ich wollte was zur Story sagen, was ich aber irgendwie gerade gar nicht weiß. Was ist die Story von dem Spiel? König DDD hat irgendwas gemacht, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Der war wohl wieder ein ganz böser Kerl. Und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt die vier Level nochmal kurz anschneiden, die wir beendet haben schon. Und müssen nochmal die Endbosse blätten, damit wir den ultimativen Fight mit König Nickerschen, aka König DDD, absolvieren können. Also, jetzt nochmal so ein Schnell-Speed-Run-mäßiges Level abklappern. Und dann wär's das auch schon. Und hier ist ein Kirby! Yay. So, und das war's schon. Es ist ganz kurz. Es ist quasi immer ein Abschnitt, glaube ich, und der Endboss des jeweiligen Levels. Und ja, machen wir das schnell. Und dann gibt's epischer Endfight mit König DDD. Juhu! Der Baum hat eine Träne im Auge. Ich würde sagen, ich mach's auch in der Reihenfolge, wie sich's gehört. Und dann ist alles gut. Bäum! Bäum! Kirby! Kirby ist in einem Spiel. Was? Kirby ist in einem Spiel. Ich habe keine Ahnung, was ich damit jetzt sagen wollte. Aber ey, Kirby ist in einem Spiel. Ignoriert das. So, wir machen den jetzt mal noch platt, würde ich sagen. So, du noch. Und du auch noch. Und noch einmal. Bam, Bitch. So, Nummer 2. Das da oben war Nummer 3, genau. So. Runter. Ja. Tschung. Oh, gefährlich. Gefährlich. Nicht wirklich. So. Boss Nummer 3. Ihr erinnert euch. Wir spucken mit Luft auf ein Zeppelin mit Kanone. Und natürlich verliert das Zeppelin, weil jeder weiß, ist Luft total schlimm für ein Zeppelin. Und das war ganz schön knapp. Noch ein Energiebalken. Scheiße. Oh, da unten muss ich hin. Ich werde jetzt Selbstmord begehen. Komm her. Nein. Danke. Weil ich einfach volle Energie habe. Einfach mal so. Weil volle Energie ist irgendwie cool, finde ich. Deswegen ein gekonnter Selbstmord. Und hier in den Mond komme ich nicht. Schade. Ja, das war jetzt echt spannend. Doch, muss ich schon sagen. So, das Auge umhüllt von einer Wolke. Und diesmal scheint er ein bisschen stärker zu sein. Beziehungsweise ein bisschen agiler. Oder nervöser, man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Naja, egal. Packen wir trotzdem, würde ich sagen. Ich bin guter Dinge, dass ich das doch hier problemlos schaffen werde. Out. Bam. Komm her. Ja, ja, doch, er meint, er könnte mich jetzt kriegen da. Mist, Herr Auge. Aber nö. Nö, 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 nö. Komm. Ach. Du. Und tschum. Und noch einmal, komm, gib noch einen Gegner her. Er will's rauszögern, ich merk's. Dabei weiß jeder, dass es vorbei ist. Genau jetzt. Und ich will es haben. So, das war's. Und jetzt würde ich sagen, wartet, 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 wartet. Ich mache das jetzt wieder absichtlich. So, ihr habt es nicht gesehen. Die letzten paar Sekunden sind nie passiert. So, jetzt kommt der letzte epische Kampf mit König DDD. Bam, Bitch! Oh yeah! Bam!
Ja, aua, da hat mich gehittet. Dieses Schwein. Aua. Scheiße, ich spiel gerade Kramurks zusammen. Kann ich die beide? Naja, das hittet ihn aber nur eins. Scheiße. Schade. Nein! Auf jeden Fall stelle ich mich dümmer dran, wie in Adventure, merke ich gerade. Naja, egal. Zwei Energiebalken gegen zwei Energiebalken. Wir werden sehen, wo das endet. Ja, ich würde sagen, das endet nicht gut für dich, mein Lieber. Guten Flug, wir sehen uns. Punish! Fly out of the castle! Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, ja, zählen kann ich auch, Sterne, Teile oder sowas. Gesammelt! Und nun passiert Episches oder Magisches. Kirby, Heißluftballon. Und da fliegt Essen runter. War das die Story von dem Spiel? Wir wollen Essen holen, das unten rausfliegt? Egal. Wir haben es geschafft auf jeden Fall. Wir haben, ohne dass ich jetzt weiß, warum genau, so jedem Gegner aufs Maul gekloppt und König Niggerchen aus seinem Schloss geworfen. Ja, so ist das halt heutzutage, ne? So, ja, das war's schon mit dem ganzen Spiel. Wie gesagt, es wird in zwei Parts LP und ja, das ist jetzt auch so gekommen. Ja. Fazit, tolles Spiel. Altes Spiel. Der Ursprung aller Kirby-Spiels. Spiels? Und Kirby's Dream Land präsent bei Hell Laboratories and Nintendo. Thanks for playing. Bitteschön. Ja. So, gucken wir noch das Outro uns an. So. Da ist er. Und da fliegt ganz viel Essen herunter. Und alle Kirbys, die da noch sind, freuen sich. Und da steht Bye-Bye. Ja. Das ist ein episches Ende für ein episches Spiel. Und, good job. Press up A and select on the title screen to start a new adventure. Good luck. Ja, so können wir das Spiel dann nochmal spielen mit halber Energie. So, wir können jetzt König DDD noch zusehen, wie er sich etwas aufregt. Ja. Und heulend wegrennt. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir hier nicht mehr aus dem Bildschirm raus, außer ich drück mal besagte Knöpfe im Moment. Will nicht. Will wirklich nicht. Warum will es nicht? Ich habe keine Ahnung, aber er will nicht. Gut, dann eben nicht. Dann bleiben wir hier halt in dem Bildschirm. Das war Kirby's Dream Land Nummer 1 für den Game Boy. Und das war bloß der Anfang der Dream Land Reihe. Es gibt insgesamt 3 Kirby's Dream Land. Wenn ich doch jetzt nicht alles mich... Nee, doch, es müsste 3 geben. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal bei einem neuen Let's Play. Eventuell Kirby Dream Land 2. Aber ich will das jetzt noch nicht vorhersagen, weil wir wissen alle, dass Vorhersagungen und Ankündigungen meinerseits doch gerne schief gehen und ich babbel wieder viel zu lang am Schluss eines Let's Plays, was ich doch irgendwie immer wieder mache und die meisten das eh nicht interessiert und ich höre einfach nicht auf irgendwie. Scheiß drauf, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, peace und out.